I bow to all the seekers of truth. Srimati verbeugt sich vor alle, die die Wahrheit suchen. But we must know what is the truth. Aber wir müssen wissen, was die Wahrheit ist. Whatever we think is truth may not be the truth. Das, was wir für Wahrheit halten, ist vielleicht nicht die Wahrheit. Whatever we know through our mental projection or emotional projection may not be the truth. Das, was wir durch unsere mentale oder emotionelle Projektion kennen, ist vielleicht nicht die Wahrheit. But if truth has to be known, it has to be known through our living evolutionary process. Aber wenn das, die Wahrheit zu kennen ist, dann muss es gekannt werden durch unser Prozess der Evolution. It should be known on our central nervous system. Es muss gekannt werden auf unser zentrales Nervensystem. Like in the evolutionary state, we have achieved everything and is felt on our central nervous system. Alles, was wir in der Evolution erreicht haben, können wir auf unser zentrales Nervensystem spüren. Truth is meant only for honest seekers. Die Wahrheit ist nur für die gedacht, die ehrliche Sucher sind. And those who are courageous enough to take up truth upon themselves. Und für die Leute, die mutig genug sind, um die Wahrheit auf sich zu nehmen. As human beings, we have many conditionings and we have a lot of ego within us. Als Menschen haben wir viele Bedingungen und viel Ego mit uns. And when one starts talking about truth, people want it exactly to be the way they know it. Und wenn man anfängt, über die Wahrheit zu sprechen, dann wollen die Leute, dass es damit zusammenpasst, mit das, was sie schon kennen. But truth is not mental observation or understanding. Aber die Wahrheit ist nicht eine mentale Beobachtung. But it is an experience of your being itself. Es ist eine Erfahrung von ihrem Wesen. And that is what we all should seek. Und es ist das, was wir einsehen sollten. Now whatever I am going to tell you or Gregor has told you about is the knowledge of the roots. Das, was ich erzählen werde und was Gregor erzählt hat, ist das Wissen des Wurzels. And as scientists you must keep your mind open. Und wie Wissenschaftler müssen sie ihrem Gehirn offen halten. And if it is proved, then you have to accept the truth. Und wenn sie offen sind, dann müssen sie es akzeptieren, wenn es die Wahrheit ist. But you should not just deny it, because so far you have not known it. Aber sie dürfen es nicht einfach ablehnen, weil bis jetzt haben sie es nicht gekannt. Now when we move with this idea, we have to know that the West had such a development all over. People are affluent, and as far as their material side is concerned, they are quite satisfied. I hope so. Jetzt müssen wir sehen, aber im Allgemeinen ist das Wunsch nicht zu befriedigen. For example, you want to have a house, you will have a house, but then you will have another urge to have a car, then you will have another urge to have something else. Zum Beispiel, vielleicht haben Sie ein Haus und dann werden Sie den Wunsch kriegen, ein Auto zu haben oder irgendwas anderes zu haben. That means whatever desire you have had was not the true desire. Otherwise, when you achieved it, you should have been extremely satisfied. Das heißt, dass bis jetzt, dass die Wünsche, die Sie gehabt haben, waren nicht die echten Wünsche. Sonst, wenn Sie es gekriegt hätten, wären Sie befriedigt gewesen. So what is the true desire within? Also, was ist die wahre Wunsch in uns? The power of that true desire is this Kundalini, which is lying within us in 3.5 coil at the sacrum bone. Die Kraft von diesem Wunsch ist die Kundalini, die innerhalb von uns liegt in 3.5 Windungen, und das heißt Kundalini und liegt im Sacrumknochen. I have read many books even written by Germans about Kundalini. Ich habe viele Bücher gelesen, die auch von Deutschen über Kundalini geschrieben worden sind. But from outside you cannot know about anything. Aber von außen kann man nichts kennenlernen. You have to become something to know about Kundalini. Man muss etwas werden, um Kundalini zu verstehen. So this true desire is actually the desire of the divine.
Dieser echte Wunsch ist eigentlich der Wunsch Gottes. And the true desire is only one, that you have to become the divine. Und dieser reine Wunsch, dieser echte Wunsch ist, dass man göttlich werden soll. Now become divine is different from talking about divine. Göttlich zu werden ist anders als darüber zu reden. To become divine means all the qualities of divinity must manifest through you. Um göttlich zu werden, müssen alle die Qualitäten, die göttlich sind, in ihnen manifestiert sein. You must have heard many people saying that very religious we are, we go to church, we go to temple, we do all these things and we are very religious. Sie haben sicher Leute gehört, die sagen, wir sind sehr religiös, wir gehen zum Tempel, wir gehen in der Kirche. But you find there is no religion within them, they are horrible people. Aber man sieht, dass innerhalb von ihnen, dass es keine Religion gibt, sie sind schreckliche Leute. And it is difficult for people to understand such people who talk of God and talk of all higher things and sublime things, and in their own practical life you do not find anything great about them. Und es ist schwierig für uns zu verstehen, Leute, die über Religion sprechen, obwohl man dann sieht in ihrem eigentlichen Leben, dass sie solche Sachen nicht haben. As a result of that, people are now thinking that, is there anything like divinity, or we all are only up to the stage of human beings and we are going to live up to the stage of human beings? Und dann fangen die Leute an zu denken, gibt es überhaupt etwas, das göttlich ist? Vielleicht ist das der Endstation, dass wir jetzt Menschen geworden sind. I say there is a great stage which you have to achieve. Ich sage Ihnen, dass es einen großen Schritt gibt, den wir machen müssen. This ascent of man is built in the personality. Dieser Aufsteigen ist eingebaut in den Menschen. As a little premium is built in the seed, in the same way in you that is built in that you should achieve that greater height. Wie es in einem Samen eingebaut ist, dass es sprießen kann, so ist diese Möglichkeit in Ihnen auch eingebaut, dass Sie aufsteigen können. But there are many shops in the market talking about Kundalini. Aber es gibt sehr viele Geschäfte in der Markt, die über Kundalini reden. And they have very good advertising and all that, so we get enamored by that. Und sie haben sehr gute Werbung und das mögen wir sehr gerne. But you cannot shop it. Aber man kann nicht dafür einkaufen gehen. Even if you want, you may not get it. Auch wenn sie es wollen, kriegen sie es vielleicht nicht. It is not that everybody deserves it. Es ist nicht so, dass jeder es bekommen soll. So to think that by paying some money or by becoming somebody's disciple or following certain theories you will achieve it is all falsehood. Und wenn Sie glauben, dass es möglich ist, es zu bekommen, indem Sie der Disziple von jemand werden oder dass Sie Geld bezahlen, dann müssen Sie einsehen, dass es alles nur Falschheit ist. The Kundalini is a spontaneous thing. Awakening of it takes place only under certain circumstances. Die Kundalini ist etwas, was sehr spontan ist und sie kann nur erweckt werden in bestimmte Zustände. For example, if the seed is not all right, if the soil is not all right, if there is no proper water given to that seed, you cannot see the seed sprouting. Zum Beispiel, wenn der Samen nicht okay ist, wenn die Erde nicht okay ist, wenn das kein Wasser bekommt, dann wird es nicht sprießen. But the seed sprouts spontaneously. You cannot pay for it. Aber der Samen spricht spontan, man kann nicht dafür bezahlen. If the seed is about all right, and if the soil is all right, the Mother Earth has a capacity to achieve that result. Wenn der Samen okay ist und wenn die Erde okay ist, dann hat die Mutter Erde diese Kraft, das Resultat des Sprießens zu erreichen. But as a result of this awakening, what happens to us? Als Resultat von dieser Erweckung, was passiert in uns? First, the Kundalini has to pierce through your fontanelle bone area actually. Zuerst muss die Kundalini durch ihren Scheitel in Wirklichkeit durchdringen. It is the actualization, is the happening that is truly happening, that is important. Es ist eine tatsächliche Geschehen, das wichtig ist. That means when the Kundalini comes out your fontanelle bone area, you start feeling a cool breeze coming out of your head.
Das heißt, wenn die Kundalini durch diese Scheitelknochen durchdringt, fangen sie an, eine coole Brise zu spüren, die aus ihrem Kopf strahlt. Now when this cool breeze starts coming out of your head, from where does it come? Und wenn es rauskommt, woher kommt es? There are many people who think that by jumping about or standing on your heads or being some sort of an acrobat or changing your dress, you can go to God. Es gibt viele Leute, die glauben, dass wenn man einen Kopfstand macht oder wenn man herumhupft oder etwas eine andere Kleidung anzieht, dass man zu Gott kommen kann. But can you take out a cool breeze out of your head to begin with? Aber können Sie eine coole Brise aus dem Kopf kriegen? Now, so once it comes out, you'll be amazed that you start feeling the cool breeze flowing through your hands also. Ja, und wenn es passiert, dann werden Sie erstaunt sein zu sehen, dass auch auf den Händen eine coole Brise zu spüren ist. And all around you, you start feeling that cool breeze everywhere. Um sich herum spüren Sie überall diese coole Brise. And when you look at the sun or the sunshine, you find small little coma-like thing like Chaitanya is called, the all-pervading power. Und wenn Sie in der Sonne schauen, in dem Sonnenschein, dann können Sie so kleine Sachen sehen, so kleine Lichter wie kleine Kommas, und das heißt Chaitanya. This all-pervading power is the power of love. Das ist die allmächtige Kraft, und es ist die allmächtige Kraft der Liebe. Of divine love, sublime love. Von göttlicher Liebe. Not carnal or flesh love that takes you down towards hell and to diseases. Nicht der körperliche Liebe, die in der Hölle führt und zu Krankheiten. Now when the cool breeze starts coming out of your hands, you feel absolutely relaxed. Wenn die coole Brise aus ihren Händen strahlt, fühlen Sie sich total entspannt. I met a gentleman who was very jittery and was very nervous type. And I asked him, what do you do? He said, I'm doing courses in relaxation. Ich habe einen Mann getroffen, der sehr nervös war und gezittert hat, und habe ihn gefragt, was er macht, und er sagte, er macht Kurse in Entspannung. But I said, you are not relaxed, what do you do? Und ich habe gesagt, aber Sie sind nicht entspannt, was machen Sie? So he said, I go on suggesting myself, relax, 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 and I relax. Ich rede mir dauernd ein, dass ich mich entspannen soll, und dann entspanne ich mich. Now supposing I tell myself, I am the mayor of Munich, do I become? Zum Beispiel, wenn ich sage, dass ich jemand bin, der in München regiert, bin ich das? Is your central nervous system is under your control that you say relax, so it relaxes? Ist Ihr zentrales Nervensystem unter Ihrer Kontrolle, dass wenn Sie sagen, dass es entspannen soll, dass es sich entspannt? On the contrary, your mind works on one side and your body works on another side. Ganz im Gegenteil. Ihr Gehirn arbeitet auf einer Seite und Ihr Körper auf der anderen Seite. There is no integration at all. Es gibt keine Beziehung. I've seen people who at the slightest get into such a terrible temper, they know they have to control, they have heated faces, they don't know how to control themselves. And poor things, they feel very apologetic about it. Ich habe Leute gesehen, sie kriegen auf einmal so einen Hut, das Gesicht wird ganz rot und sie wissen, dass sie sich kontrollieren sollen, aber sie können nicht, und nachher fühlen sie sich sehr schlecht. So how do you control your anger? By telling, don't get angry, you'll get much more angry. Wie kann man sich kontrollieren? Wenn man nur sagt, werde nicht wütend, da wird man nur noch mehr wütend. Like I've seen, some people say we should not talk, because when we talk, we are very angry. So they stop talking at all. They would say, for a month I'm not going to talk. All right. And after a month they started hitting everybody. Ich habe Leute gesehen und sie haben gesagt, okay, wir reden jetzt nicht, weil immer wenn wir reden, werden wir sehr wütend. Und dann reden sie einen Monat gar nichts, aber nachher sind sie so wütend, dass sie alle schlagen. So how can you discipline yourself without having a full control over your sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, and your another very important is the sympathetic nervous system? Wie können Sie sich disziplinieren, wenn Sie nicht Kontrolle haben über Ihre zentrale, Ihre parasympathetische und Ihre sympathetische Nervensystem? Now the one who controls all these autonomous nervous system is the auto. Derjenige, der dieses autonome Nervensystem kontrolliert, ist dieser Auto. We say automobile means somebody drives it. Wir nennen ein Auto ein Automobil, das heißt, dass jemand es fährt. But who is this auto which drives these systems, because we are not in control of it?
Und wer ist dieser Ich, der dieses System in uns führt? Weil wir sind es nicht. So the one who is the driver has nothing to do with the owner of the car. So in unserem Körper, derjenige, der der Führer ist, hat nichts mit der Besitzer des Autos zu tun. And the car goes in its own way and you don't know why it is going that way. I don't want it to go that way, but it's just moving the other way down. Und man weiß nicht, warum es einen bestimmten Weg nimmt. Man will nicht in der Richtung gehen, aber von alleine geht es in der Richtung. And then the anger starts coming on ourselves that we really say, what's this nonsense? Why can't I be all right? Und dann kriegen wir einen Hut mit uns selbst und fragen uns, warum kann ich nicht okay werden? And a vicious circle starts that we start feeling guilty about everything. We are very guilty, we are very guilty. Und dann gibt es einen Teufelskreis, dann fangen wir an, uns schuldig zu fühlen. Even to feel guilty itself is dangerous. Auch sich schuldig zu fühlen ist gefährlich. Then you say, Mother, what should we do? Dann werden Sie mich fragen, Shri Mataji, was sollen wir machen? So I'll have to explain what we are inside. Then it will be easy for you to understand why we cannot control ourselves. Und jetzt werde ich erklären, wie wir sind innerlich, damit wir verstehen können, warum wir uns nicht kontrollieren können. You can see here, there are three lines are shown. One on the left, one on the right, one in the center. Wie Sie hier sehen, gibt es drei Kanäle, eine links, eine rechts und eine im Zentrum. The left side one represents the power of desire within us and is the psyche as Freud has described. Auf der linken Seite gibt es die Kraft des Wunsches und es ist von Freud beschrieben worden. But Freud was very half-baked, so I don't know what he means by that. Very confused person. Freud hat die Psyche beschrieben, aber er war ein bisschen verrückt und ich weiß nicht genau, was er gemeint hat. Thanks to him, in America now people are suffering from AIDS. Dank ihm leiden die Leute in Amerika unter dieser Krankheit, die AIDS heißt. Like a blind leading blind, people have dashed into such horrible conditions that I don't know what's going to happen. Wie von einer Blinde geführt, sind die Leute in sehr gefährliche Sachen hineingerasen. And many people who have taken a cue from him think that if you play upon the weaknesses of people, then you can entice them. Und viele Leute, die von ihm etwas gelernt haben, glauben, dass wenn man auf die Schwäche von den Leuten spielt, dass man sie anziehen kann. But your weaknesses are not going to make you strong. Aber durch ihre Schwäche werden sie nicht stark. You must have that power by which you are not slave of any weakness or any habit. You are on top of everything. Sie müssen diese Kraft haben, wodurch sie nicht der Sklave von irgendetwas sind, sondern sie sind überhaupt alles. Now the left-hand side of the power of desire is also related to our past and our conditionings. Auf der linken Seite gibt es auch eine Beziehung zu unserer Vergangenheit und unseren Bedingungen. In the gross, it expresses itself as the left sympathetic nervous system. Auf der groben Ebene ist es ausgedrückt als der linke sympathetische Nervensystem. And so the past is there, and then the present past, and the past past, and the collective past beyond that. So es gibt viele Schichten. Es gibt die Vergangenheit und dann die Vergangenheit von vorher und dann die kollektive Vergangenheit. Those people who think too much about the past, repent about it, or thrive on it, or all the time living with the past, or with the dead, are driven into this area called as collective subconscious. Die Leute, die immer über die Vergangenheit denken, werden in diese Gebiet der Unterbewusstsein getrieben. Now many fake people are doing that, is to entice, mesmerize and put you into this collective subconscious, which is the dead. Es gibt viele falsche Leute, die solche Sachen machen, die Leute auf der linken Seite, wo alles, was tot ist, residiert, zu bringen. Recently I saw a very good film by some doctors who had researched it and they said that a person who is vulnerable to cancer is attacked by some proteins called 58 protein 52, because they only give names. And these proteins attack a person and they are the ones who trigger cancer. Ich habe neulich einen Film gesehen von Ärzten, die geforscht haben über Krebs und sie haben herausgefunden, dass die Leute von Proteinen angegriffen werden. Und sie können diese Proteine nur Namen geben, sie sagen Nummer dazu und dadurch kriegen sie Krebs.
So those people who go too much to the left means all the time weep, cry and feel that they are good for nothing or indulge into all kinds of perverted sexologies, they get into trouble with this. So die Leute, die nach links gehen, die immer weinen und unglücklich sind und glauben, sie, dass sie nutzlos sind und perverse Sexualität erfahren, gehen auf diese Ebene. And to suffer from cancer is being having hell in your life. Wenn man von Unterkrebs leidet, dann ist es die Hölle in ihrem Leben. There are many other diseases when you go to the left, it's like mellitus and Parkinson's and epileptic and all these things come from the same problem. Es gibt sehr viele Krankheiten, die Sie bekommen können, wenn Sie auf der linken Seite gehen. If you feel guilty very much, then a center here on the left tissue, as we call it, gets caught up. Wenn Sie sich sehr schuldig fühlen, dann kriegen Sie Probleme mit diesem Chakra, dieses Zentrum, das linke Vishuddhi heißt. Then one suffers from a disease called angina and such diseases which give you spondylitis and other imbalances of the left side. Und dann kriegen Sie so Krankheiten wie Angina und dadurch kriegen Sie viel Ungleichgewicht auf der linken Seite. So when you try to be very efficient, work very hard and you exert yourself very much, then you work on the right side. Und wenn Sie sich immer sehr anstrengen wollen, dann gehen Sie auf der rechten Seite. All futuristic people are right-sided. Alle Leute, die zukunftsorientiert sind, sind auf der rechten Seite. Actually, the past is finished and future doesn't exist. You have to be in the present. Eigentlich ist die Vergangenheit vorbei und die Zukunft existiert nicht. Man muss in Gegenwart sein. And present is the reality. Die Gegenwart ist die Wirklichkeit. But the thought comes to us and then passes on, then another thought comes to us and passes on, and that's how we are living on the cusp of the past or the future. Aber es kommt eine Gedanke zu uns und geht hoch und geht wieder hinunter, und dann kommt noch eine und geht hoch und wieder hinunter, und dadurch sind wir entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. That's how our mind is all the time spinning thoughts which are useless and exhausting. Deswegen dreht unser Gehirn dauernd Gedanken, die nutzlos sind. Now on the right hand side, when you go to the extreme, you go to the supraconscious and then to the collective supraconscious. Wenn Sie nach rechts gehen, gehen Sie zur Überbewusstsein und kollektive Überbewusstsein. Collective supraconscious can give you powers to entice a complete race to do something wrong. Wenn Sie in der kollektive Superbewusstsein gehen, dann kriegen Sie Mächte, die eine ganze Nation dazu bringen kann, dass sie sehr falsche Sachen machen. Collective supraconscious can give you hallucinations and you start seeing things of light and all that. Sie fangen an, Halluzinationen zu bekommen, Lichter zu sehen und so weiter. And a person can become extremely egoistical and so much devoid of feeling that he can kill any number of people. Und ein Mensch kann so gefühlslos werden, dass er sehr viele Leute einfach töten kann. So at the extreme of the left you become a masochist and to the extreme of the right you become a sadist without knowing that you are that. Auf der Extrem von der linken Seite werden Sie masochistisch, auf der rechten Seite sadistisch, ohne dass Sie wissen, dass Sie das sind. So we have to be in the center and not to go to extremes. Wir müssen im Zentrum bleiben und nicht in Extremen gehen. Now the central path is represented by parasympathetic within our system. Dieser zentrale Weg ist in uns der parasympathetische Nervensystem. This is the ascending path for our awareness. Das ist der Weg, der Aufstieg für unsere Aufmerksamkeit. On the left, so we have what we call the collective subconscious. On the right, we have the collective supraconscious. And on top, we have super consciousness, which we have to achieve. While at our feet is the hell, which is built, I think, by people like Freud. Auf der linken Seite haben wir die kollektive Unterbewusstsein, auf der rechten Seite die kollektive Überbewusstsein und über unserem Kopf gibt es die Superbewusstsein. Unterhalb von uns ist die Hölle, das vielleicht von Leuten wie Freud gebaut worden ist. Now to become superconscious, we have to realize that we have to become the spirit, which is the auto within us. Wenn wir in dieses Überbewusstsein gehen wollen, dann müssen wir einsehen, dass wir der Geist sind.
Germans make very good cars, so I'll give an analogy of a car. Die Deutschen machen sehr gute Autos, so ich nehme das Beispiel, das Bild von einem Auto. Say, in a car, we have got a brake and an accelerator. In einem Auto haben wir eine Bremse und ein Gaspedal. Now the left side is the brake and the right side is the accelerator. Die linke Seite ist die Bremse und die rechte Seite das Gaspedal. And the driver is the spirit. Und der Führer ist der Geist. Now, the driver is a person, personality, I is the driver. Der Fahrer ist eine Persönlichkeit, ein Ich. Now, when you go too much to the left, you cannot move. Supposing you have all the time brake, the car will not move. Wenn Sie immer nach links gehen, dann werden Sie sich nicht bewegen, wenn Sie immer auf der Bremse treten. And when you have too much of acceleration, God knows what will happen. I saw recently a vehicle which runs for 250 kilometers. I got a fright of my life. I said, where are they running it so fast? Und wenn Sie immer auf der rechten Seite sind, dann weiß ich nicht, was passieren wird. Dann fahren Sie einfach zu schnell. So, this kind of a accelerator, if you have all the time and no brake, God knows what is going to happen to this world. Already there we are on the way of destruction. Wenn man nur ein Gaspedal hat und keine Bremse, was wird mit dieser Welt passieren? Wir gehen sowieso einen sehr gefährlichen Weg. So when a new driver starts learning, he first of all puts the brake, sometimes he puts jerkily the accelerator and he learns that he's making mistakes and then he comes to a balance. Wenn ein Fahrer anfängt, fahren zu lernen, macht er am Anfang viele Fehler, er drückt zu schnell auf der Bremse und so weiter, aber später lernt er ein Gleichgewicht zu halten. That is what it should be, that we should have a balanced life. Das ist klar, dass wir ein Leben des Gleichgewichts führen sollten. In our day-to-day life, we live on balance. In unserem alltäglichen Leben leben wir auf Gleichgewicht. We cannot have a car with only two wheels on one side. We have to have four wheels on both the sides. Es ist nicht möglich, ein Auto zu haben mit nur zwei Rädern auf einer Seite. Wir müssen so we live in imbalance. Dadurch erstatten wir Ungleichgewicht. And any kind of imbalance can give you physical, mental or emotional problems of a very serious nature. Irgendeine Ungleichgewicht gibt sehr viele Probleme. Now when this driver learns how to drive, then the owner, who is the spirit, just becomes the driver, or say, we can say the driver becomes the owner. Jetzt, wenn der Fahrer fahren lernt, denn der Besitzer, der Geist ist, wird zum Fahrer. And when the driver becomes the owner, he sees the driver within himself, that is the parasympathetic, and the left sympathetic, and the right sympathetic, and he sits comfortably, not bothered about it. Und wenn der Fahrer der Besitzer wird, dann spürt er der Fahrer in sich und er sieht, dass es die linke und die rechte sympathetische Nervensystem in sich gibt und er ist ganz entspannt. Now he becomes the master of the driver, of the brake and of the accelerator. Er wird der Meister, er beobachtet alles. In the same way, first balance has to be established in our lives and that's how many prophets came on this earth to tell us that we must have balance. Genauso muss es ein Gleichgewicht in unser Leben geben und deswegen sind sehr viele Propheten auf der Erde gekommen, um uns dieses Gleichgewicht zu erklären. But then an intellectual like a little child will ask why. Aber es gibt Intellektuellen, zum Beispiel sogar ein kleines Kind fragt, warum. The balance has to be there for us to ascend. Dieses Gleichgewicht muss da sein, damit wir aufsteigen können. And that's what Christ's message was, his resurrection, that we must ascend. Und das war der Gebot Christi, dass wir Wiedergeburt kriegen müssen. In the tradition of spirituality, all these great prophets and incarnations like Rama, Krishna and Christ all came on this earth, Buddha, Mahavira, just to take us in the right line for our ascent. Christus wollte uns sagen, dass die Wiederauferstehung wichtig ist und alle diese Propheten haben ein bestimmtes Gebot für uns gehabt. But another capacity human beings have to make a mess of everything. Aber eine andere Fähigkeit der Menschen ist, dass sie aus alles ein and such a quarreling stuff it is to talk about these people.
Sie machen aus alles Schöne etwas Hässliches und dann streiten sie untereinander. So now the time is a special time which is called as the blossom time. Und jetzt ist die Zeit eine besondere Zeit und es heißt die Blütezeit. You have been seekers of ages, not of today. Sie sind Sucher seit Jahrzehnten, nicht nur von heute. This blossom time has come and that's how our mass realization has to take place and it is taking place all over the world. Weil diese Blütezeit jetzt gekommen ist, passiert es, dass die Leute en masse die Selbstverwirklichung bekommen, nicht nur hier, sondern überall in der Welt. You get it in your right, this ascent. Sie kriegen es, weil es ihr Recht ist. But by this ascent you feel your wholesomeness. Und durch dieses Aufsteigen fühlen sie ihre, dass sie ein Teil des Ganzen sind. The first thing that happens to you, that you become, again I say, become collectively conscious. Das Erste, was ihnen passiert, ist, dass sie kollektiv bewusst werden. That you can start feeling your own centers and centers of other people. Dass sie anfangen, ihre Zentrum zu spüren und die von anderen Leuten. On your fingertips. Sie spüren es auf den Fingerspitzen. Muhammad Sahib has said clearly, at the time of resurrection, your hands will speak. Muhammad hat ganz klar gesagt, zur Zeit der Wiederauferstehung werden ihre Hände sprechen. It's not difficult to talk to Indian people who have any Indian background that they know all this. I don't have to explain much to them about Sahaja Yoga. Es ist nicht schwierig, mit indischen Leuten über diese Sachen zu sprechen, weil sie kennen sehr viel und ich habe nicht so viele Probleme. But westernized Indians are like neo sort of people who just want to overdo everything that you have done, like they like now the plastics and things like that, nylons. They have to still go through all that vicious circle and then they'll become hippies and all that and they'll come to Sahaja Yoga. Aber die Leute, die indische Leute, die dem Westen folgen wollen, sind noch mehr extrem und sie wollen nur alles durchmachen, so wie wir, diese Kreis von Plastik und dann Hippie werden und am Schluss werden sie vielleicht zu Sahaja Yoga kommen. But you are seekers and seekers of truth, which is described by a great poet William Blake in England about 200 years back, that the men of God will become prophets and they will have powers to make others prophets. Aber sie sind Sucher und es ist beschrieben worden von einer großen Seele, William Blake aus England, der gesagt hat, dass die Männer, die zu Gott gehören, Propheten werden und sie werden die Kraft haben, andere Leute zu Propheten zu machen. This is the criteria by which you should judge that you have become the spirit, if you have the power to make others prophets. Das ist der Wertvorstellung, in dem Sie das anschauen sollten, ob Sie die Kraft gekriegt haben, andere zu Propheten zu machen. But what does the prophet do? Aber was macht der Prophet? Prophet is a higher being who has achieved his ascent into a new dimension of collective consciousness. Ein Prophet ist ein höheres Wesen, der seinen Aufstieg geschaffen hat in einen Zustand, wo er kollektiv bewusst ist. He becomes a witness of the whole game. He doesn't get disturbed. He sees the whole game going on like a play. Er wird zur Zeuge von dem ganzen Spiel. Er ist nicht gestört. Er sieht es wie ein Theaterstück. He's a powerful person because he's not afraid of anyone and he can only talk of truth. He can never compromise on that. Er ist sehr mächtig, weil er nur über die Wahrheit sprechen kann und keine Kompromisse schließen kann. Because you have seen people compromising all the time, you cannot believe what sort of personalities these are. They are not realized souls, so forgive them. Man sieht überall, wie die Leute dauernd Kompromisse schließen, dann fragt man sich, was das für Leute sind. Aber sie sind nicht realisierte Seele und man muss sie verzeihen. But this power is that of compassion, which just flows, emits. It doesn't say anything, it just works. Aber diese Kraft ist die Kraft der Barmherzigkeit. Es sagt nichts, es arbeitet einfach. Such a person achieves his innocence. So ein Mensch kommt zu seinem Unschuld. His eyes become innocent. Seine Augen werden unschuldig. Even a glance of such a person can change the lives of people and can bring peace in their lives. Sogar ein Blick von so einem Mensch kann das Leben von anderen total verändern und Frieden hineinbringen. Such a person is above temptations and cruelties. So ein Mensch ist oberhalb der Verführungen und it's such a great personality. You have heard about, say, Mahatma Gandhi and all these people were realized souls.
Sie haben über solche Leute gehört, zum Beispiel Mahatma Gandhi war eine realisierte Seele. In your country itself, Mozart was a realized soul. In Ihrem Land war Mozart auch eine realisierte Seele. Your Queen Maria Theresa was a realized soul. Die Königin Maria Theresia war auch eine realisierte Seele. But how will you know whether they were realized or not? Aber wie werden Sie es wissen, ob sie realisiert waren oder nicht? Two Indians who came with me, who are realized souls, went down to the castle of Maria Theresa and came back and told me, Mother, was she a realized soul? I said, how do you know? They said, tremendous vibrations from her photograph, from her statue were coming. Wie werden Sie es wissen, ob Sie realisiert waren oder nicht? Zwei Inder, die mit mir gekommen sind, sind zu diesem Palast in Wien von Maria Theresia gegangen und dann sind sie zurückgekommen und haben gefragt, Srimataji, war diese Maria Theresia selbst verwirklicht? Ich habe gefragt, woher wissen Sie das? Und sie haben gesagt, ja, es gibt so viele coole Vibrationen da. But not only that you reach your wholesomeness, but you become absolute. You know the absolute. There is no compromise. Nicht nur, dass Sie spüren, dass Sie ein Teil des Ganzen sind, aber Sie werden kompromisslos. Even a little child of 5 years, who is a realized soul, is on the point of absolute. Auch ein Kind, der 5 Jahre alt ist, der eine realisierte Seele ist, ist auf der Punkt des Absoluten. My grandchild, she was only 5 years of age when her parents went to Ladakh. And my daughter and son-in-law were not realized souls, but she was born realized. Mein Enkelkind war nur 5 Jahre alt, wie sie nach Ladakh gegangen ist, und ihre Mutter und Vater sind nicht realisierte Seele. And when she saw these people all touching the feet of a Lama, she couldn't bear it when her parents also touched the feet of this Lama. Und wenn sie gesehen hat, wie alle Leute die Füße dieses Lamas berührt haben, hat sie es nicht aushalten können. At that small age, she put her hands back and looked at him and said, what do you mean by making everybody touch your feet? You are not even a realized soul. Obwohl sie so klein war, hat sie die Hände hinter dem Rücken gehalten und ihm so angeschaut. Was denken Sie daran? Warum lassen Sie alle Leute ihre Füße berühren? Sie sind nicht einmal selbst verwirklicht. With these vibrations, we can ask all fundamental questions. Mit diesen Vibrationen können wir alle absolute Fragen stellen. The way the church has been, the way the all the religions have been, everybody has been such money makers that people have lost faith in church, but God exists. Weil die Kirchen so schlecht gewesen sind und immer so sehr an Geld interessiert waren, haben sehr viele keine Glauben mehr an Gott. You can ask a fundamental question when you are realized, is there God? And tremendous vibrations come to you. Wenn Sie die Selbstverwirklichung haben, können Sie fragen, ob es Gott gibt. Und dann spüren Sie ganz viele coole Vibrationen. There was a big controversy recently on a book written by someone who was an intellectual that Paul has denied all the miracles of Christ, even his Immaculate Conception. Es hat neulich einen großen Streit gegeben, weil Paulus gesagt hat, dass Jesus keine Mirakel gemacht hat und dass er nicht einmal unbefleckt geboren worden ist. But anybody who is a realized soul will know that Paul had nothing to do with Christ. Aber irgendjemand, der eine realisierte Seele ist, wird wissen, dass Paulus nichts mit Christus zu tun hatte. To me he's a strange man. Für mich ist er ein sehr komischer Mensch. Khalil Gibran has written about it in a book. He said that this strange man Paul, I can't understand. Why does he talk of Christ? He's not sure of what he's talking. Sogar Khalil Gibran hat darüber gesprochen, wer ist dieser Paulus, der über Christus redet? Er weiß überhaupt nichts darüber. He had a supraconscious experience and he was epileptic. Er war ein Epileptik und er hat eine Erfahrung des Überbewusstseins gehabt. And an intellectual. Er war Intellektuelle. And he tried to dominate Peter, who was really the disciple of Christ. Und er versuchte Peter zu dominieren, der ein echter Disziple Christus war. He gave a very wrong idea about the disciples also. Er hat auch ein sehr falsches Bild von den Disziplen gemacht. When the Holy Ghost descended on the disciples, they started feeling the cool breeze on their hands and they started speaking the language of the centers and also they started moving their hands because hands have got the power.
Wie der Heilige Geist auf den Disziplin hinuntergekommen ist, haben sie angefangen, die Sprache der Zentren zu reden und haben ihre Hände bewegt, weil durch den Händen die Vibrationen spielten. But to say they started speaking German or English is wrong. Aber wenn man sich vorstellt, dass sie Deutsch oder Englisch angefangen haben zu sprechen, ist das falsch. Or in the Bible it is also written that they looked like mad people. Es ist auch geschrieben in der Bibel, dass sie wie verrückte Leute ausgesehen haben. In a mad house, a sane man always looks a mad. In einer Irrenanstalt sieht ein Mensch, der nicht verrückt ist, sehr verrückt aus. So these disciples, whatever they have written, is the truth. Das, was die Disziplin geschrieben haben, ist die Wahrheit. But now you can prove it through your vibrations. You can ask the vibrations, was Christ, a immaculate conception. Jetzt können Sie es selbst bestätigen durch die Vibrationen. Sie können fragen, ist Christus unbefleckt geboren? You can ask about Buddha, you can ask about Mahavira, about any one of them, what they were, and you'll be amazed that they were all true people. Sie können über irgendjemand fragen, über Mohammed, über Moses, über Buddha, und Sie werden erstaunt sein, dass sie alle echte Leute waren. Later on in the Kundalini, when you rise higher, you will know where they stand within us as milestones of our evolution. Später, wenn Sie mehr über Kundalini wissen und aufsteigen, werden Sie auch wissen, wo alle diese Leute, die Meilensteine in unserer Evolution, ihr Platz haben. They are all in complete concord and congenial, and they are absolutely in rapport with each other. There is no problem between them. Sie haben alle Beziehungen zueinander. Es gibt keinen Streit zwischen ihnen. We in our ignorance have plucked these flowers who came on the tree of life, and now we are saying this is mine, and that is all dead. In unserem Ignoranz haben wir diese Blumen gepflückt, die auf dem Baum des Lebens gewachsen sind, und haben versucht zu sagen, das gehört mir, und sie sind jetzt alle tot. But they are all living beings within us. In Wirklichkeit sind es lebendige Wesen innerhalb von uns. Settle in different centers, and we have to just awaken them through the ascent of the Kundalini. Sie sind in verschiedenen Zentren innerhalb von uns, und wenn die Kundalini aufsteigt, werden sie erweckt. And unless and until this has happened, we cannot explain them. Und bis das passiert, kann man das nicht erklären. Because we have to have the light to see the truth. Weil man muss das Licht haben, um die Wahrheit zu sehen. When we get the light, if there's a snake, we think it to be a rope, then we just leave it. Wenn das Licht kommt, dann sehen wir, dass etwas, was wir gedacht, dass es nur ein Schnur ist, in Wirklichkeit eine Schlange ist, und wir lassen es. And when there is a rope and we think it to be snake, we catch hold of it. Und wenn es gibt eine Schnur und wir glauben, dass es nur ein Schnur ist, in Wirklichkeit ist es eine Schlange, weil es dunkel ist, fassen wir es vielleicht an. So when you become the spirit, the light of the spirit comes into our attention. Wenn Sie der Geist werden, kommt das Licht des Geistes in unsere Aufmerksamkeit. Sitting down here, you can feel the vibrations of anyone. Wenn Sie hier sitzen, sogar können Sie die Vibrationen von irgendjemand spüren. Like the ether has a subtler side which acts. For the divine power is the subtler side of ether, you can say. Der Äther hat eine subtile Seite, die arbeitet. It is the subtler side of the vibratory movement in the atoms. Es ist die subtile Seite von der vibratorischen Bewegung der Atomen. We have to become subtler. Wir müssen subtiler werden. If we become that, we can handle it ourselves. Wenn wir subtiler werden, dann können wir das selbst kontrollieren. That is what one has to achieve. Es ist das, was zu erreichen ist. But with this, a person becomes extremely peaceful within and without. Und wenn das passiert, wird jemand sehr friedensvoll, innerlich und äußerlich. He feels united with everyone. Everybody is a part and parcel of himself. Er fühlt eine Beziehung zu allen. For example, if there's a problem on my one finger and I rub it, there's no obligation, there's nothing to be paid. I jolly well have to do it. It's a part and parcel of me. Zum Beispiel, wenn mein Finger wehtut, dann muss ich es reiben, weil es zu mir gehört, dann ich mache nichts für diese Finger. So who is the other? Wer ist der andere? When you are part and parcel, then who is the other? If you do something for someone, it is just automatic, spontaneous, and so life-giving and joy-giving.
Wenn Sie Teil eines Ganzes sind, das nur eins ist, dann gibt es kein anderem, und wenn Sie etwas machen, dann machen Sie es auch für sich. But to understand the roots or to understand the tree, you cannot enter into it from outside. Aber wenn man die Wurzel verstehen wollen, den Baum verstehen wollen, kann man es nicht von außen verstehen. If you want to treat a leaf of a tree, you have to get into the sap. Wenn Sie das Blatt von einem Baum heilen wollen, dann müssen Sie in der Flüssigkeit hineingeben, was im Baum fließt. So the spirit has to be brought into our conscious mind. Dieser Geist muss in unser bewusstes Aufmerksamkeit kommen. You become a complete knowledge. Sie werden ein totales Wissen. When I met Gregory, he was a great seeker. She was a great seeker. So many were great seekers. But they had no knowledge. Ich habe sehr viele große Sucher gesehen, aber sie haben kein Wissen gehabt. Actually, I never talked to them about Sahaja Yoga. I said, first get your realization. Ich habe nicht viel mit ihnen über Sahaja Yoga gesprochen. Ich habe gesagt, zuerst sollen sie ihre Selbstverwirklichung bekommen. Supposing you have to put the light on, what I would say that, all right, press the button. Zum Beispiel, wenn Sie das Licht haben wollen, dann würde ich sagen, okay, drücken Sie auf den Knopf. You press the button and you get the light. Wenn Sie darauf drücken, dann kommt das Licht. But there is a big mechanism behind it and a very big history for this electricity. Aber es gibt einen großen Mechanismus und eine sehr große Geschichte über die Elektrizität. So, Sahaja Yoga has a tremendous traditional history, and also it has a mechanism which works it out, but is so well done and such a fine mechanism that it doesn't fail like like German things. Auch Sahaja Yoga hat eine Tradition und eine Geschichte, aber es ist so fein und so perfekt gemacht, dass es nicht kaputt gehen kann wie vielleicht deutsche Sachen. Germans are very good with their hands with machinery. But now you have to learn about the machinery within and have to become experts of that. Once the Germans get it, I'm sure this world can be saved. Die Deutschen sind sehr geschickt mit allen Maschinen, aber jetzt müssen sie die Geschicklichkeit von der innerlichen Maschine kennenlernen. Und ich bin sicher, wenn die Deutschen das kennenlernen, dass die ganze Welt gerettet werden kann. I was talking to the gentleman who was trying to organize. He said, but they're very obstinate, mother, they're very obstinate. But I said, there must be some good points. He said, there's one very big point there is, that is they love their children and they are childlike in this respect. Ich habe mit dem Mann geredet, der hier alles organisiert hat, und er hat gesagt, aber sie sind sehr stur, diese Leute. Und ich habe gesagt, es muss aber gute Punkte geben. Und er hat gesagt, ja, das stimmt, sie mögen ihre Kinder sehr gern, und diese Beziehung sind sie selbst wie Kinder irgendwie. They have to think of their children. They have to think of their progeny. They have to give them a great name that their parents were saints and they are the first pioneers of saintliness. Sie müssen an ihre Kinder denken, dass sie etwas machen müssen für die Zukunft von diesen Kindern, dass ihre Kinder auf ihnen stolz sein können. That is how I'm here, though I did not have this in my plan. Suddenly I felt the vibrations of Munich and I said, I'm going to Munich. And you'll be surprised. Suddenly I found that on my ticket it was written that I could go up to Munich free of charge. Deswegen bin ich hier, obwohl ich das nicht geplant habe. Auf einmal habe ich gespürt, dass die Vibrationen hier so stark waren, dann habe ich sogar auf meine Karte gesehen, dass ich ohne zu bezahlen auch weiter nach München fliegen kann. This knowledge is like ocean which you will know later on. And I can go on talking like this. I've given thousands and thousands of lectures all over. Now I have to make a humble request that whatever I could say in this short period, I have tried to say that you should not anymore think about it, but get it. Es gibt ein Ozean des Wissens, und ich habe so viele Vorträge gehalten, es gibt auch Kassetten davon, deswegen möchte ich wirklich unterstreichen, Sie müssen diese Erfahrung machen. May God bless you all. Dass Gott Ihnen segne. Selbstverwirklichung mit Sahaja Yoga nicht wünschen, sollten bitte ganz frei und anständig jetzt den Saal verlassen. Weil sonst, da werden wir sehr offen bemerkt, die Leute, die meisten Fragen stellen, sind auch dann die
Leuten, die am schnellsten weggehen, bevor diese Verwirklichung. Und es ist auch nicht so gut, wenn die Leute meditieren wollen, dass plötzlich jemand sich bewegt und es soll, die ganze Saal sollte dann ganz ruhig sein. So bitte, die Leute, die nicht Selbstverwirklichung bekommen möchten, weil sie irgendein anderer Guru sind oder folgen, oder weil sie hier sind nur wegen intellektueller Neugierigkeit, aber ohne diesen echten Wunsch, bitte sollten jetzt den Saal verlassen. So, if you have to ask any questions, you can ask, but after that you cannot go. Diejenigen, die hier bleiben, sind dann ganz willkommen, einige Fragen zu stellen. Eine Sekunde bitte. It will take about 15 minutes at the most. Selbstverwirklichung wird ungefähr 15 Minuten von Meditation nehmen. Und wenn Sie verstanden haben, was hier gesagt worden ist, ist es also eine sehr glückliche und eine sehr große Angelegenheit. Es ist ein großes Glück, dass wir uns heute Abend treffen können. You can come forward, those people who are so behind. Diejenigen, die hinter sitzen, können ein bisschen vorne kommen. Diejenigen, die hinter sind, können ein bisschen vorne kommen und bitte sitzen. Dann die zweite Sache, die Sie jetzt machen sollten, ist Ihre Schuhe auszuziehen. Also das macht einen Kontakt mit Mutter Erde und es erleichtert das Prozess. One thing I want to tell you, that there is no fear of any kind, nothing goes wrong with you when the Kundalini rises. Sie müssen überhaupt keine Angst haben. Es kann überhaupt nichts schlimm passieren, wenn Ihre Kundalini aufsteigt. Those who have no deafness, those who have no empowerment, if they try to raise the Kundalini, they create a problem. But Kundalini is your mother, individual mother. How can she harm you? Die Kundalini ist Ihre eigene Mutter und sie kann sie überhaupt nicht harmen. Es ist nur, wenn jemand es versucht und es zu wissen, dass es eben dann gefährlich sein kann. Let them settle down. Sie können bitte Ihre Schuhe ausziehen und wenn sie zu eng sind, eine Krawatte oder der Bell, können Sie einfach locker sein und bequem. Es ist wichtig, bequem zu sein. You have to be comfortable. Sie müssen bequem sitzen. Und dann können Sie Ihre beiden Hände in der Richtung von Sri Mataji legen. Ihre beiden Hände auf diesem Tisch zum Beispiel. Wir sind hier in einer Schule. Legen Sie Ihre beiden Hände in der Richtung von Sri Mataji. It's a very simple thing, as I told you, that in your hands you have to receive the message. These are 5 and 6 and 7 centers as shown there, which are sympathetic centers within us, and they receive the message. These are the same centers are repeated, but they are separated before realization. They receive the message, and the message goes to the Kundalini, and she rises spontaneously. So that's very easy, but you have to cleanse also and cooperate with your chakras, which is very important and which is very simple, which you can do with the right hand, and with the left hand you should put it on your lap and sit comfortably, left hand. Before that, a time waste it is. You want to ask questions? It's a waste of time. Let us have it. By asking questions nobody gets realization. Not explaining. You can write to me, all right? If you are not very angry. Die Hände sind die Antennen und durch diese Antennen fließen die Antworten von dessen Bewusstsein und von der Kundalini. Deswegen, wie Sie es hier sehen, die Finger entsprechen die verschiedenen Chakras. Und dann durch diese Connection, Verbindung. Danke. Durch diese Verbindung
Können Sie die Boote des Bewusstseins spüren? That means you have that diamond within you. When I say you have that precious diamond within you, what is there to ask questions? Better get it? Sie haben diesen Diamant in sich selbst und dann, was ist der Zweck, Fragen zu stellen? Besser ist, das es zu kriegen, zu entdecken. You don't have to pay anything, you don't have to do anything, just to get it what you have. Sie müssen nicht zahlen, nichts tun, Sie müssen es einfach bekommen, bekommen, was Sie schon innerlich haben und sind. So, I would request you to put your left hand on your lap like this, in a very comfortable manner, because this is the power of desire. And with the right hand, we have to do certain actions, like on the heart where the spirit resides, then on the upper part of the abdomen, and there in the lower part of the abdomen. Linke Hand entspricht die Kraft des Wunsches, rechte Hand entspricht die Kraft des Tätigkeit. On these two things on the desk. So, Sie müssen Ihre linke Hand in die Richtung von Sri Mataji und dann graduell mit der rechten Hand, die die Seite des Tätigkeit ist, werden wir zusammen einige Bewegungen machen, die ich dann erklären werde. And right hand, you must put it in different chakras, as I said, the heart, the upper abdomen, the lower abdomen, and here, from the front, here, 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 and ultimately here. Mit dem rechten Hand wird man einige Teile der Körper berühren, die diese verschiedenen Chakra entsprechen, wie Herz, Nacken und Stirn und so weiter. You tell them about this one is difficult for them. Und diese Chakra am Basis des Nackens, dieses linke Vishuddhi Chakra, ist sehr schwierig, weil wenn die Leute sich schuldig fühlen, wird die Kundalini dort blockiert. So, es nützt überhaupt nicht, sich schuldig zu fühlen. Now, at the very outset, I can see that there is one problem with all of you. Und gerade jetzt kann ich ganz klar sehen, dass es gibt ein Problem mit allen von euch. And that you feel guilty for nothing at all. Und das ist, dass sie sich schuldig fühlen ohne irgendeinen Grund. Actually, it is a pain in the neck for me also. Eigentlich, wenn ich ihre Schuld spüre, dann es tut weh in meinem Nacken her. In the collective consciousness, I can feel the terrible pain here, which you all have suffered. In kollektiven Bewusstsein, ich kann ihre eigene Schuld als wirklich eine schlimme Schmerz hier spüren. So, at the very outset, you should say to yourself, I'm not guilty at all. So, von Anfang an müssen Sie sich innerlich sagen, ich bin überhaupt nicht schuldig. Guilty for anything, for your forefathers or for your children or for yourself. Sie sind nicht schuldig über was ihre Ahnen gemacht haben oder was ihre Kinder machen werden oder über die irgendwas falsch gemacht haben. So you worden must ist. Forgive yourself to begin with. Das heißt, erstens müssen Sie sich selbst verzeihen, wenn Sie irgendeinen Irrtum gemacht haben. After all, you are the temple of God. Schlussendlich sind Sie der Tempel Gottes. And how can you be guilty? Und wie dann sollen Sie sich schuldig fühlen? At the present moment, forget the past. Gerade jetzt sollen Sie die Vergangenheit einfach vergessen. And if you can do that much, I can assure you, it will work it out. Und wenn Sie nur das machen, ich kann Sie versprechen, das wird wirken. It's a very pleasant thing you are doing. It's a very cheerful thing. So you need not be very serious also. Selbstverwirklichung ist gleichzeitig sehr angenehm und sehr freudig. So es ist nicht notwendig, so furchtbar seriös zu sein. Not to be worried whether it will happen or not. Und man sollte nicht kümmern oder Angst haben, ob das passieren wird oder nicht. It will happen. Es wird sein. So, just don't condemn yourself, please, because you are prophets. Bitte beurteilen Sie sich nicht, weil Sie müssen Propheten werden. You have to respect and love yourself. Sie müssen sich selbst respektieren und lieben. As I do.
wie ich sie respektiere und liebe. May God bless you. Now let's start it. Put the left hand like this and close your eyes. Before closing your eyes, I hope you have taken out your shoes. Sie sollten jetzt Ihre Augen zumachen, aber ich hoffe, dass bevor Sie Ihre Augen zumachen, Sie haben Ihre Schuhe weggenommen, ausgezogen. Shoes are little bit hindrance from the Mother Earth, so we have to use the Mother Earth a little bit. This is good. So if you could take out shoes, it will help. I told them already. Take them out. Es ist gut, eine direkte Verbindung mit Mutter Erde zu haben. Now, you put your left hand on your heart. Jetzt bitte die linke Hand in die Richtung Shri Mataji, rechte Hand auf die linke Brust, das heißt auf die Herz. Remove your spectacles and all that, because it may help your eyesight. Sie sollten auch Ihre Gläser wegnehmen, das wird auch helfen, auf dem Tisch, die Gläser bitte. Und machen Sie die Gläser weg, es hilft. Und machen Sie Ihre Augen zu. Put your left hand towards me, please, and right hand on your heart and close your eyes. Bitte die linke Hand in meine Richtung und die rechte Hand auf Ihre Herz. Now, please don't open your eyes till I tell you, because the Kundalini may refuse to rise in some people if your eyes are open. Just keep them closed in a very gentle way. Bitte, die Augen sollten geschlossen sein, weil in einigen Leuten die Kundalini wird nicht über die Augen weiter steigen, wenn die Augen geöffnet sind, weil die Aufmerksamkeit draußen geht. Now, without disturbing anybody, just put your right hand on your heart and you have to ask me a question with full confidence in yourself. You can call me Shri Mataji or Mother, whatever you like. To say, Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times, please. Und jetzt mit Ihrer rechten Hand auf Ihr Herz, auf die linke Seite des Brust. Fragen Sie mir innerlich die folgende Frage. Shri Mataji oder, wenn Sie möchten, Mutter, bin ich der Geist? Fragen Sie vom Herzen 3-mal. Mutter, bin ich der Geist? Ask this question 3 times. Fragen Sie es bitte 3-mal. Now, put this right hand down on the right left side of your abdomen in the upper part. Jetzt bitte Ihre rechte Hand bewegen auf die linke Seite Ihres Bauches. Die rechte Hand auf die linke Seite Ihres Bauches. Und dort drücken bitte. At this point, logically you must ask the second question, that if you are the spirit, you become your own master. So please ask the second question, Mother, am I my own master? 3 times, please, again. Und die zweite Frage, die auch logisch ist, ist die folgende. Mutter, bin ich mein eigener Meister? Fragen Sie das bitte 3-mal. Not go with the speed, with deliberations and with deeper feeling. Please ask this question. Seien Sie bitte entspannt und fragen Sie diese Frage mit Ihrer voller Tiefe. Mutter, bin ich mein eigener Meister? Everything should be done with the heart in it, with a depth in it. Versuchen Sie bitte das zu tun mit Herz und Tiefe. Now, take your hand down
on to the lower part of the abdomen, on the left-hand side, please. Und jetzt Ihre Hand ungefähr 10 bis 15 cm unten, über das Unterabdomen. Now. At this point, I must confess that I cannot cross your freedom. Und and you have to say that you want to know the true knowledge. This is the center which gives you the technique of the true knowledge. So you have to say 6 times now, Mother, may I have the true knowledge, please? 6 times. Or I want to have true knowledge. Mother, please give me. Und hier muss ich gestehen, ich muss Ihre Freiheit respektieren. Das heißt, als dieses Zentrum, das Zentrum des wahren Wissens ist, das heißt ein Chakra, müssen Sie in Ihre Freiheit fragen, Mutter, bitte gib mir das wahre Wissen. 6 Mal diese Frage, weil Sie in 6 Subplexen in diesem Chakra. Mutter, bitte gib mir das wahre Wissen. Six times. Six more. Now, please raise your hand to the upper part of the abdomen, on the left-hand side, please. Jetzt bitte wieder Ihre Hand auf die linke Seite Ihres Bauches. Ja. Now, as you have asked me for the true knowledge, I have to tell you that at this center you have to assert with full confidence that you are your own master. So please say 10 times. These are 10 valences here and 10 subplexes. 10 times. Please say with full confidence, Mother, I am my own master. Um Sie mir um wahres Wissen gebeten haben, muss ich Ihnen hier sagen, auf diesem Zentrum, dass Sie sind Ihr eigener Meister und Sie müssen jetzt 10 Mal, wir sind 10 Subplexe in diesem Chakra, 10 Mal sagen, mit voller Überzeugung und Vertrauen, Mutter, ich bin mein eigener Meister. 10 Mal. Now, please raise this hand higher onto your heart again. Und jetzt wieder Ihre linke Hand auf dem Herz. And the left hand towards me. Entschuldigung, Ihre linke Hand bleibt in der Richtung von Srimataji. Ihre rechte Hand auf Ihrem Herz. Now, at this point, please
assert again with the full confidence and say 12 times, Mother, I am the Spirit, I am the Spirit, I am the Spirit. Und jetzt 12-mal mit Ihrem Herzen voller Vertrauen. Sagen Sie 12-mal, Mutter, ich bin der Geist. Mutter, ich bin der Geist. Tu n'as pas ni idea, Nick. Claro. Good. Now please put your right hand on the base of your neck, on the shoulder and hold it tight. Und hier Ihre rechte Hand auf das Basis Ihren from linken, the front. Linken Nacken von vorne. Take the hand from the von vorne. Ja. Und doch bitte and drücken. Hold it tight. Drücken Sie es bitte. Tell him how to. This gentleman is very good. At this point, you have to say 16 times, Mother, I am not guilty. But if you are still believe that you are guilty, you better say it 108 times to have punishment. Bitte behalten Sie Ihre Augen geschlossen. Auf diesem Punkt müssen Sie 16 Mal sagen, Mutter, ich bin nicht schuldig. Aber wenn Sie wirklich zu gern haben, schuldig zu fühlen, dann müssen Sie das 108 Mal sagen. Mutter, ich bin nicht schuldig. Now, take this hand on your forehead across and press it hard. Und jetzt Ihre rechte Hand auf dem Stirn und bitte doch drücken auf dem Stirn. Ja. Right hand, left hand towards. Linke Hand Richtung von Srimataji. Rechte Hand auf dem Stirn und drücken. Hold it tight. At this point, you have to say, Mother, I forgive everyone from your heart. Und hier vom Herzen müssen Sie sagen, Mutter, ich verzeihe jedermann. But some of you might think that I cannot forgive, it is difficult. But logically it is mythical. When you do not forgive someone, what do? You are playing into the hands of other people and torturing yourself. Wenn Sie glauben, dass es zu schwierig ist zu verzeihen, müssen Sie einfach verstehen, dass wenn Sie nicht verzeihen, das einzige Sache, das Sie machen, ist eine Last für sich selbst zu behalten. Ja. Please forgive. Bitte verzeihen. Bitte.
Now take this hand at the back of your neck, head. Und jetzt die rechte Hand auf der hinter ihrem Kopf. Now I have to say that divine is the power which is the greatest ocean of forgiveness. Das Göttliche ist die Kraft des Ozeans des Verzeihung. So without feeling guilty, again I say without feeling guilty, again without feeling guilty, please say that if I have done anything wrong, O Lord, O Divine, please forgive me. Ohne schuldig zu fühlen, müssen Sie wirklich, ich sage ohne schuldig zu fühlen, müssen Sie jetzt sagen, O Herr, wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe, bitte verzeih mich. Now put the hand on top of your head, on the fontanel bone area, where you had a soft bone as a child, and press it hard. Und jetzt ihre rechte Hand auf ihrem Scheitel. Auf ihrem Scheitel. With your palm. Press it hard. Mit die Handfläche. Mit At this point, I again cannot cross your freedom. Because this is the point where you get your realization. So you have to say yourself, Mother, I want my realization. Please give me realization because I cannot cross your freedom. Und dort wieder muss ich Ihre Freiheit respektieren und deswegen müssen Sie jetzt fragen, auf diesem königlichen Chakra, müssen Sie jetzt fragen, Mutter, bitte gib mir meine Selbstverwirklichung. Now press it hard and move it clockwise, please. Sie können say it seven times. Sie können drücken und drehen in dem Uhren. Move your scalp. Left hand towards me and right hand move with your scalp. Hard. In dem Uhrenzeichen. Hard. Right hand. Now put your left hand up above the head. Above. Jetzt können Sie Ihre Hand wechseln. Right hand up. Die rechte Hand in meine Richtung und die linke Hand auf right Ihren Scheitel. Now feel the pull, please. Is it coming out? Jetzt bitte slowly by moving up and down. Ihre linke Hand ungefähr 5 bis 10 cm über Ihren Scheitel und versuchen Sie zu spüren, ob Sie irgendwo eine Luftkolonne, vielleicht warm, aber vielleicht auch. First maybe little hot may come, but doesn't matter. Jetzt wieder Hand wechseln, das heißt linke Hand in Richtung Schrimataji, rechte Hand über dem Scheitel, einige Zentimeter über dem Scheitel. Just see if there's a cool breeze coming in. Versuchen Sie zu spüren, ob irgendeine Brise dort zu spüren ist. Again another hand, try. Sie können Hände wechseln, wenn Ihre Hand müde ist.
Ein bisschen hoch. Up on top of your head. Über Ihrem Scheitel. Und bitte gerade, Ihr Kopf sollte gerade sein. Now, put your hand up, open your eyes. Jetzt können Sie Ihre Augen öffnen, bitte, und Ihre Hände in diese, without bitte, thinking, alle, ja. Without thinking, put up your head. Und ohne zu denken jetzt, mit Ihrem Kopf ein bisschen rückwärts. And ask the question three times, is this the power of Brahma? Is this the all-pervading power of divine? Und fragen Sie dreimal innerlich, ist das Brahman, ist das das allmächtige Kraft Gottes? Is this the power of the Holy Ghost? Ist das die Kraft des Heiligen Geistes? Now, put down your hands and see if you feel on your hands some cool breeze. Und jetzt mit Ihrer Hand wieder in der Richtung von Sri Mataji, bitte. Beide Hände in der Richtung von Sri Mataji, mit die Fläche oben. Und spüren Sie Vibrationen in den Händen? Please do not think about it. Es muss nicht zu denken. You are beyond thinking. Es muss jenseits denken sein. Try to increase that frequency of thoughtless awareness. Versuchen Sie, in diesem Raum des gedankenfreies Bewusstsein einzubringen. We have a good center here. It is all freely available for your future growth. Wir haben ein Zentrum in München und wir You have to value yourself and you have to value your realization. Und Sie müssen verstehen, das ist nur das Anfang des Prozesses. Sie müssen sich selbst werten und dieses Ereignis auch werten. Now a seed has just sprouted. But you have to grow into a tree. Gerade jetzt ist nur ein ganz, ganz kleines Samen dabei, aber Sie müssen in einem Baum wachsen. Those people who have felt the cool breeze either on the head or in the hands, please raise your hands. Diejenigen, die die kühle Brise entweder auf dem Kopf oder in den Händen gespürt haben, bitte Hände auch, so, die beiden Hände. Diejenigen, die die Vibrationen gespürt haben. Practically all of you have felt it. May God bless you. May God bless you. This is your own, you got it. Those who haven't got it, also can get it, there's no problem. And should contact the people who are here, who have come all the way from Australia. Wenn Hugo, wenn Sie es gespürt haben, dann ist es wirklich sehr gut. Wenn Sie es nicht gespürt haben, das heißt, es gibt irgendwo in diesem System ein Chakra, das blockiert ist. Aber das macht nicht, das kann auch eröffnet werden mit ein bisschen mehr, Arbeit. Und wir haben hier ein Zentrum und derjenige, der dieses Zentrum geöffnet hat, ist nur deswegen aus Australien gekommen. Und das ist Hugo, der hier steht und er ist gern zur Verfügung mit seiner Frau, um sie weiter erklären zu können, weil jetzt haben Sie gerade Ihre Selbstverwirklichung berührt, aber wenn Sie das nicht stabilisieren, werden Sie es wieder verlieren. Wir wissen das. Deswegen müssen Sie jetzt in die Praxis von Sahaja Yoga sich ein bisschen verbessern, damit Sie das stabilisieren können. Now, first thing, don't think about it. You cannot think. It is a spontaneous living happening. Erstens, Sie müssen nicht darüber denken. Es ist spontan und lebendiges. Do not discuss it and argue it. You just feel it. Es ist nicht eine Sache des Argumentation oder der Diskussion. Man spürt es oder man spürt es nicht. Es ist so einfacher als das. Now I have to confess that those people who come first to Sahaja Yoga are like a peripheral
entry. Des ganzen Prozesses. Then gradually they come to know more and more and grow into the inner circles where you get higher knowledge about. Aber in the beginning we do not tell you everything because one should have power to bear the truth. Aber dann graduell und stufeweise wird man mehr und mehr gelehrt werden, wird man in den inneren Kreis kommen, weil am Anfang kann nicht das ganze Wissen gegeben werden. Es ist ein graduelles Prozess. There are books written about Sahaja Yoga, but we do not give to people who have not achieved a certain state of awareness. Es gibt auch ein Buch, das über Sahaja Yoga geschrieben ist, aber erstens muss man eine gewisse Stufe erreichen in der Meditationszustand. But please do not be obstinate. Und auch, man muss nicht stur sein. This is the knowledge of the roots. Das ist das Kenntnis der Wurzeln. It is available to everyone. Es ist für jedermann hier. So these people have been in Sahaja Yoga for 3-4 years, that's why they now know everything. Jemand wie Yoga zum Beispiel ist in Sahaja Yoga seit ungefähr 4 Jahren und deswegen weiß er jetzt genug, um das mitteilen zu können. If they tell you anything, listen to them. Wenn diese Leute, die mehr wissen, irgendetwas sagen, dann versuchen sie zu hören, es wird sie helfen. Then tomorrow you'll become great prophets yourselves. Und morgen werden sie selbst Propheten sein und das weitergeben können. There is one farmer in the state of Maharashtra in India who has given realization to 10,000 people. Es gibt einen Farmer in India, der Verwirklichung an 10,000 Leuten gegeben hat. The mother is the happiest when she gives all her powers to her children. Und die Mutter ist am glücklichsten, wenn sie alle ihre Kräfte ihren Kindern geben kann. That is the greatest day when you will get all my powers to yourself. Für mich der große Tag ist, wenn sie alle meine Kräfte selbst beherrschen werden. I'll be going back to London, but next time I'll definitely come to Munich for 3 days. Ich gehe jetzt nach London zurück, aber nächstes Mal werde ich bestimmt 3 Tage in München bleiben. But please try to grow into it. Just don't run away from reality. Aber es ist wichtig, dass Sie wünschen, in Sahaja Yoga zu wachsen. Sie sollten nicht irgendwie wegfliehen. Somebody told me that unless and until you take money from the Anglo-Saxon group of people, they can never stick to anything. Es wurde mir gesagt, dass wenn ich kein Geld verlange, dann die Leute glauben nicht, dass das ernst ist. But it is so invaluable. What can you pay for it? Aber es ist so wertvoll, dass man kann dafür nicht zahlen. I asked him a straight question, how much did you pay to Christ? Wie viel haben Sie Christus bezahlt? And then he kept quiet. That is what it is. You cannot pay for it. It is your own. You have to just respect it and achieve it. Sie können nicht zahlen. Es ist Ihr eigenes Eigentum. Sie müssen es respektieren und Sie müssen es meistern. As in Sanskrit said, Uttishtat, Jagrut Prapya. Uttishtat means get up, awaken and get it. Stehen Sie auf und bekommen Sie es. And this has a special significance with this yoga, which is Krita Yoga now. In this Krita Yoga, it is to be completed. Es ist in dieser Zeit, wo wir leben, dass dieses Prozess vollständig werden muss. May God bless you. Es segne euch, Gottes Segen.